Der erste Neunkirchener Musikverein unter Federführung von Erwin Stoll, Hannes Bater und Franz Brenner fand am Samstag im AK-Zentrum in Neunkirchen statt. Viele Freunde des ersten Neunkirchener Musikvereins kamen ins Veranstaltungszentrum Neunkirchen, darunter Bürgermeister Herbert Osterbauer, Stadtvize Martin Fasan, Nationalratsabgeordneter Hans Hechtl, Gerhard Motsch, die Stadträte Günter Kautz, Ilse Steiner und Peter Deichs in Begleitung von Sabine Gölles, die Gemeinderäte Johann Meierhofer, Christa Wallner und Armin Zwatzl. Das wirklich Gute ist, dass es ein sehr traditioneller Ball ist eigentlich. Das heißt, auch von der Musik her auf die Tradition setzt. Daher auch diese Glenn Miller Art Big Band und daher auch das Streichorchester, das Salonorchester, was eigentlich von Anfang an einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat immer wieder. Also das ist der Grund, und das ist, glaube ich, das wirklich das Besondere, wenn man das kaum mehr hört, nicht? Also diese Art von Musik hört man sehr, sehr selten. Also das sind wirklich K&K-Uniformen und daher auch das Motto des Balls heißt ja auch Alt Wien, weil also der Musikverein selber ja eigentlich in der K&K-Zeit entstanden ist, 1873, und auch die Uniformen, die der Musikverein heute noch trägt, sind Uniformen aus 1873. Also wirkliche K&K nachgeschneiderte Uniformen. Entsprechend aufwendig gestaltet sich alljährlich die Eröffnung, bei der die Musiker in ihren schmucken Deutschmeisteruniformen zum Trommeltakt in den Ballsaal ins AK-Zentrum einziehen. Wenn Sie meine Lippen ansehen oder meine Finger ansehen, welches Instrument sollte ich erlernen? Also ein wunderbarer Trompeter werden Sie. Ihr Bläserlippen, wirklich? Ja, selbstverständlich. Also zu mir in den Unterricht kommen, wir machen das. Der Neunkirchener Musikverein wurde im Jahre 1873 mit 20 Musikern gegründet. Außerdem, ich kenne mich überhaupt nicht aus beim Spielen. Sie spielen kein Instrument? Nein, keines. Wenn Sie gern eines lernen würden, welches würden Sie denn spielen? Am einfachsten wird Triangel. Wie finanziere ich mir meine Maultrommel? Gibt die Sparkasse einen Kredit für Maultrommeln? Grundsätzlich schon, ja, Kredite schon. Und ich glaube, bei Ihrer Bonität ist es keine Frage, dass wir das finanzieren. Die Bolognese war natürlich wieder das Highlight an diesem Abend. So, der Wahlsonntag rückt näher. Wissen Sie schon, wen Sie wählen? Das verrate ich nicht, weil es gibt in Österreich ein Wahlgeheimnis. Ich sage es eh nicht, Peter. Nachdem ich weiß, du arbeitest für Zeitung, sage ich das sicher nicht. Herr ÖVP-Stadtrat Peter Deix. Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Wie denken Sie, wird die Wahl ausgehen in Neunkirchen? Ich glaube, es wird sehr spannend. Von unserer Seite her glaube ich, dass wir 5 Jahre in den Kirchen sehr gut gearbeitet haben. Das, denke ich, wird auch der Wähler honorieren. Was trinken Sie heute Abend, Frau Lechner? Ein Gläschen Sekt, Maria. Zur Feier des Tages? Zur Feier des Tages, genau. Dann lassen Sie doch mal die Sektgläser klären. Ja, danke schön. Lass mal klären. Prost. Ja, darf Alkohol trinken, aber nein, ich werde bis zur Mitternachtsanlage nichts trinken. Ganz brav. Weil wir kurz was zum Trinken brauchen während dem Spielen. Nicht während dem Spielen, zwischen in den Pausen natürlich. Welches Instrument spielst du? Ich glaube, das ist die Trommel. Schlagzeug, genau. Das heißt, du gibst den Takt an bei dem Musikvereinsball. Genau. Ohne die geht nichts. Ohne mich. Nett gesagt, ja. Das heißt, momentan steht alles drinnen und wartet auf Schlagzeug, oder wie? Nein, wir wechseln uns ab. Wie viele Leute seid ihr auf der Bühne? Ganz unterschiedlich. Kommt ganz auf die Besetzung drauf an. Hast du ein Solo auch heute Abend vielleicht? Kein Solo. Kein Moby Dick, wie bei Led Zeppelin? Babam, 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 babam. Nein, gar nicht. Die haben alle eine Bedeutung. Was ist der? Bundesheer. Wer da? 15 Jahre aktives Musikvereinsmitglied.
und Rotes Kreuz. Hoch dekoriert. Kein weniger? Es freut mich, neben ihr stehen zu dürfen. Ich gestehe, ich habe ein paar Kindl Salat in Auftrag gegeben mit Kernöl. Soll es ja gesund sein? Damit kann man sicherlich noch 2 Stunden durchhalten, oder? Locker, der Rest ist Routine. Na, wie viel Ball ist das für Sie? Das ist sicher schon mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf die Schnelle, 7. oder 8. Ball. Kann das sein? Das weiß ich nicht, ich bin ja nicht immer dabei. Gefühlt waren es schon eine ganze Menge. Jedenfalls fühle ich mich jedes Mal wohl. Es sind jetzt nicht 8 Sacker Damen, in mir ist es. Mir ist aufgefallen, bei der Probe haben sie einen braunen Pullover angehabt, jetzt haben sie einen Frack. Ja, das ist eine wundersame Verwandlung, das ist richtig. Ja. Der macht sie besser. Muss man, wenn man die erste Geige spielt, was darstellen? Lieber ist man, man lässt die Geige was darstellen, das schon, aber das Äußerliche sollte passen. Ich hoppe, Sie sprechen mir jetzt auf keinen verrutschten Flieger an oder sonst was. Nein, es passt alles, wunderbar, sehr schnell.